Servus Leute, ich bin der Giganti und ich begrüße euch zum sogar schon zweiten Video des heutigen Tages. Es geht noch einmal um die Schlotternächte, wie im letzten Video, das ihr euch übrigens hier oben anschauen könnt. Wie ich dort versprochen habe, kommt jetzt der Nachtrag und zwar der Buff und das Weidenmann-Event der Horde. Hier wird gleich Sylvanas erscheinen, wird so ein bisschen was palabern, ist eigentlich ganz nett gemacht. Wenn das dann gleich soweit ist, dann halte ich auch kurz meinen Maul und lasse euch das in Ruhe anschauen. Wenn euch das überhaupt nicht interessiert und ihr hier nur seid, um euch anzuschauen, wo ihr den Buff herbekommt, dann könnt ihr euch unten in der Beschreibung anschauen. Da habe ich wie immer alle wichtigen Punkte im Video markiert. Schaut ihr einfach dort dann beim Buff rein, springt direkt an die Stelle über... springt eben dieses nette Event, ist auch in Ordnung und ja, ich würde mal sagen, Bühne frei für Sylvanas und dann erzähle ich euch mal ein bisschen was noch zum Buff. Bis gleich, wir sehen uns. So, wie wir sehen, der Weidemann brennt jetzt und was wir jetzt machen müssen, ist einfach nur hingehen, einen von diesen übrig gebliebenen Aschehaufen anklicken. Dann öffnet sich ein extra Fenster, hier klicken wir einfach auf die Sprechblase und schon haben wir unseren 2-Stunden-Buff. Was bringt uns dieser Buff? Dieser Buff bringt uns unglaubliche 25% erhöhte Lebens- und Mana-Regeneration, genauso wie 25% erhöhte Ausdauer. Und das ist schon echt geil. Ja, das ist viel. Wie kriegt ihr diesen Buff oder zu welchen Zeiten? Weil ihr habt gesehen, die Aschehaufen kommen erst, wenn Sylvana hier ihren Palaver-Moment abgeschlossen hat. Ihr könnt ab 20 Uhr Serverzeit euch diesen Buff holen bis 6 Uhr am nächsten Morgen. Es bietet sich natürlich an, das dann zu tun, kurz bevor man anfängt mit Questen, beziehungsweise sich kurz vorm Lockout diesen Buff zu holen, um dann am Nachmittag mit diesem Buff zu leveln und zu questen. Ja, das sind so die beiden optimalen Zeiten, das zu tun. Was gibt es jetzt abschließend zu diesem Event noch zu sagen? Der Weidenmann ist somit quasi durch. Das Einzige, was es jetzt noch bei den Schlotternächten zu tun gibt, ist eine 16-Slot-Tasche sich zu holen. Das ist ein Kürbis, der kann droppen bei Gegnern über Level 50, vorzugsweise bei untoten Gegnern. Also lohnt es sich hier mal die Pestlinge ein bisschen abzufarmen. Und das soll es dann auch tatsächlich mit dem Event gewesen sein. Das war jetzt mein letztes Video zu diesem Event dieses Jahr. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen da, klickt auf meinen Kanal oder eins meiner Videos an oder vielleicht sogar hier die Playlist, wenn euch die anderen Videos interessieren. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, habt Spaß beim Spielen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Giganti.